Guten Tag, ihr Lieben. Ein frohes Neues wünsche ich euch. Das ist lustig, das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich an den Tag aufnehme, wo die Folge rauskommt. Ganz lustig mal. Mal was anderes. Auch gestern sitzt mir auch noch ein bisschen in den Knochen. Aber was soll das? Genau, und ich kam ja die ganze Zeit hier nicht weiter, ne? Wie immer. Aber ich glaube, ich weiß was. Und so, wie geht's euch so? Ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt mal gucken. Lange werde ich heute auch, glaube ich, nicht aufnehmen. So, denn machen wir mal was hier. Passt mal auf. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was soll ich damit? Da leuchtet's nicht. Guck mal. Ne? Bist du da? Das ist jetzt hingepackt, passt mal auf. Na, wo ist das kleine süße Ding? Hihihi. Oh, das ist gemütlich. Hier bleibe ich. Und jetzt träume ich von meinem... oder von... Wie kann man nur so schnell einschlafen? Ja, dann quatschen wir ihn doch mal an, wa? Es schläft. Auge auf. Kleines Äuglein, mach das Auge auf. Nein, ich... Hast du an meinen Geburtstag gedacht? Na klar. Sieh mal, dein Geburtstagsfest. Herzlichen Glückwunsch. Erzähl mir von meinem Fest. Da sind Musiker. Ihre Flöten glänzen und die Harfen schillern im Licht. Ui, so helle Musik. Das findet er gut. Rosinenkuchen. Wir nehmen Rosinenkuchen. Es gibt einen großen Rosinenkuchen. Wie ein riesiger Maulwurfshügel mit Butterstreuseln. Ui. So groß? Ich liebe Rosinen. Die sind ja verboten. Na klar, die verbotenen Alle Sachen. Alle Gäste tanzen auf deinem Fest. Sie lachen und tanzen, dass ihre Gesichter hell strahlen. Das ist schön. Das würde ich alles so gerne sehen. Dann öffne dein Auge. Dein Geburtstag wartet. Ja. Hihihi. So viel Licht und Butterstreusel. Lass ich mir nicht entgehen. Ja. Ja. Wo ist denn mein Fest? Aber oi, diese Aussicht, dieses Licht. Wie könnte ich jemals ohne all das leben? Nie wieder mache ich das Auge zu. Nie wieder. Na, Feck sei Dank. Ding-ding-ding. Partykönig. Das passt ja. Na, dann gucken wir mal weiter, ne? Wenigstens eine Sache immer hier wieder abgehakt. Das finde ich gut. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das mit der Statue hinkriege. Aber wird schon. Ist auch lustig, dass wir ihnen eine Feder entzupft haben und da keine fehlt. So, dann gehen wir doch mal zur Königin, ne? Würde ich mal so sagen. So. So, genau, zur Königin. Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? Na, eine. Hast du ja gesehen, das Auge. Vogelmann. Der Vogelmann. Hat er die Gestalt eines großen schwarzen Vogels? Nein. Doch ein großer Nachtvogel begleitete ihn, als er sich uns offenbarte. Weshalb fragt der Nachthaarige danach? Ach, nicht so wichtig. Der Nachthaarige. Seht aus dem Fenster. Sieht euch der blinde Vogelmann nicht an? Das tut er. Wir wissen nicht wie. Doch der Jüngling hat diese Aufgabe gemeistert. Hihihi.
Was ist das für ein Reif um den Hals der Statue? Ein Geschenk der Priester an den Allweisen. Mit diesem Reif sollte er die Priester mit seinem Geist erfüllen, um sie zu erleuchten. Wo sind die Priester jetzt? Als der Vogelmann Nairutneva verließ, gingen sie mit ihm. Er wird alles andere wissen, weil, ne, Vogelmann hatten wir gerade. Aufgaben können wir nochmal. Welche Aufgaben soll ich erfüllen? Er errichte. Ja. Sobald. Ja, 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 wissen wir alles. Oh. Ja. Entschuldigung. Achte er unser Gesetz? Ja, ja. So, da. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Das ist ja echt lustig, jetzt ist da das Auge. Die Frage ist jetzt nur, wo sollen wir jetzt diese Statue hinmachen? Na, mal gucken. Es war lustig, wenn man eine Sache gelöst hat, dann dauert es wieder Jahre für die andere. Wasser treten. Zeit, mich zu waschen. Finde ich so gut. Geilster Spruch. Was haben wir denn jetzt alles hierbei? Ach, wir haben... Was? Oh. Das haben wir gar nicht. Hä, wie ist das denn? Ich habe gedacht, die Statue habe ich schon, aber die ist ja auch nicht mehr da. Ach so, die steht ja auch schon. Ach, siehste. Die steht ja auch schon da oben. Na klar. Na klar, ist ja logisch. Ist doch logisch. Dann gucken wir mal. Ja, irgendwie, die steht da ja schon an der Position, wo sie hin soll. Da muss man bestimmt irgendwie mit dem Licht Einfälle irgendwie das machen. So, nehmen. Können wir hier eigentlich noch irgendwie... Das mit dem Spiegel, das habe ich auch immer noch nicht verstanden. Kannst du mir helfen, Spiegel? In Gwynlings Geschichten konnten Feenspiegel immer sprechen. Ach. Was haben wir denn hier für Gegenstände? Jetzt die Kugel wieder. So, jetzt haben wir den wieder. Nehmen dahin. Oder war das richtig? Ja, genau. Jetzt kann man da rein. So. Das hatten wir doch vorhin auch schon. So. Zack, alles ist hell. Eine Treppe oder ein Regenbogen oder beides? Schwierig, schwierig. Das ist echt schon wieder... Hier ging ja auch nichts, ne? Scheiße, wie wird das denn wohl gemacht? Gute Frage, ey. Ärgerlich schon wieder. Ich will es einfach jetzt mal fertig haben. Eine Treppe? Das ist absurd. Was denn? Ist alles nicht absurd? Das ist ein Abbild der Königin, aber weder lebensgroß noch Regenbogenfarben. Da probiere ich doch mal was. Aber wenn die riesengroß ist, dann... Ach, schwierig. Irgendwas ist da bestimmt mit dem Wasser ja auch, ne? Also, das Wasser hat ja den Pfeil zum Beispiel klein gemacht. Richtig? Und da ist es runtergelaufen. Jetzt ist natürlich Winter, jetzt geht natürlich nichts.
Ach so, oh. Okay, na gut. Nochmal. So. 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 Dann gehen wir wieder runter. Oh, aber dieses Hin und Her hier, ne? Dann legen wir die Kugel da rein. Und dann drehen wir hier. Mal einfach, um zu gucken, wie es jetzt fließt. Ich weiß gerade nicht, es steht auf dem Kopf. Eigentlich müsste es dann hochfließen, ne? Genau, jetzt fließt es hoch. Okay. Also, jetzt mal gucken. Wo ist Statue? Statue. Läuft jetzt gerade? Nee, ne? Vielleicht kann mir der Wasserfall helfen. Aber zuerst kümmere ich mich um die richtigen Farben. Aber, Scheiße, hey, das verstehe ich nicht, ey. Die Farben. Also ist es hier schon gleich der... Das ist ja schon alles richtig. Das ist schwierig. Ich weiß es gerade echt nicht, ey. Jetzt helft mir doch mal. Also, Wasserfall ist schon mal gut. Die Farben haben wir alle da oben. Aber wie kriegen wir die hierher? Das ist eine gute Frage, oder? Das ist doch echt richtig gemein. Ah, schwierig, 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 schwierig. Trips, 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 trips. So, da ist das Auge, da ist das so. Ich nehme mal den Kelch. Das hat ja auch mit dem Lichteinfall zu tun, ne? Na, wo ist jetzt der? Ah, immer drehe ich in die falsche Richtung. Da geht's nicht, da geht's nicht, da geht's nicht, da geht's nicht, da geht's nicht. Hier geht's nicht. Hier geht's. Da geht's nicht. Es geht nur die beiden Richtungen. Jetzt, oder? Genau, da müssen wir jetzt ja nicht mehr hin. Okay, und den kann ich jetzt da hinstellen. Da nicht, da nicht, da nicht. Da kann ich ihn hinstellen, dann ist der Weg zusammen. Okay. Wo müssen wir diese Statue hinmachen? Und wie kommen wir an den Farben vor allem? Das ist echt so ein bisschen fricklig. So. Den Honig können wir hier auch nicht rein tun, oder? Ach, das ist doch gemein. Irgendwie diese Farben. Ich muss ja dann irgendwie die bunt kriegen. Wie mache ich das denn, ey? Ich weiß, dass es damit was auf sich hat. Ich weiß auch. Ich weiß das doch alles. Aber. Den kriegst du es trotzdem nicht.
Die Statue muss ja auch schon hier hin. Erstmal. So, und jetzt muss doch irgendwas gehen. Nur weil ich es nicht verstehe, muss ich es nicht gleich kaputt machen. Ach ja, manchmal trifft er so ganz genau auf den Punkt. Das ist absurd. Mit dieser Statue würden sich die Feen bei den Fischköpfen in Nostria sicher Freunde machen. Wie wohl die nostrische Königin in Andergast empfangen wurde. Ob inzwischen jemand die Zauberkrähen aus ihrem Gästezimmer vertrieben hat? Ist wohl die feische Vorstellung von einer Lampe. Feisch. Das ist absurd. Das ist absurd. Das ist absurd. Och Mann, aber scheißen. Aber es bleibt doch bunt, wenn wir... Oder? Eine Treppe oder ein Regenbogen oder beides. Oh Mann, ey. Das muss doch so... Jetzt habe ich alle 6 Regenbogenfarben beisammen. Ja, aber... Jetzt habe ich... Och Mann. Ist wohl die... Ja. Ach, das ist doch blöd. Ist wohl die feische... Und aus dem Brunnen fliegt wenigstens mit dem... Ja, wissen wir doch. Etwas zähflüssig, aber orange. Hm. Als ob mich eine Kordel aufhalten könnte. Waffen für Kunstwerke missbrauchen. Auf. Na, das hatten wir doch alle schon. Endlich muss ich zum Feuer machen, keine Stöcke mehr. Immerhin ein Andenken an Gwynling. Ja, schade, ich weiß es nicht. Leute, ich muss ein Pauschen machen. Pauschen. Haben eh schon wieder eine Folge voll. Ja, aber ich hoffe, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein gutes, neues Jahr. Gut reingerutscht seid ihr hoffentlich. Nicht ausgerutscht. Und dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Schönen Abend noch euch. Haut rein. Tschüss.